So Leute, willkommen zurück zu Digimon Survive. Wir sind in Kapitel 4. Gilt immer noch die Warnung, wer selber spielen will, sollte sich nicht spoilern lassen. Aber ich glaube, ab dem Punkt ist es eh schon egal. Solange wie wir das, wir machen das jetzt ja schon fast 2 Monate. Also wer das immer noch guckt, der ist okay mit Spoiler. Wobei das Spiel ja auch offenbar verschiedene Entscheidungen hat. Weil... Wer den letzten Part nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Er hat ein bisschen auf die Stimmung geschlagen, auch auf meine. Denn wir haben einen Toten. Wir haben einen unserer Hauptcharaktere verloren. Und das tut mir gerade verflucht weh. Weil ich eigentlich gedacht habe, ich rette ihn. Weil ich dachte, wenn er ein bisschen Zeit für sich hat und... Ja, ich weiß nicht, was ich dachte. Ich war hin und her gerissen. Ich habe ja schon gesagt, wenn einer stirbt, dann Rio. Wahrscheinlich hätte ich, wenn ich mehr mit ihm geredet hätte, vielleicht retten können, aber in der Situation hätte ich halt nicht so gehandelt und jetzt ist er weg. Jetzt ist er hinüber. Wir kriegen unseren Rio nicht wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, weil Rio halt wirklich nicht der produktivste Charakter war in der Gruppe. Aber es tut trotzdem ein bisschen weh. Auf jeden Fall meinte Arokenimon jetzt, dass sie die Kinder gefunden hat, aber ihr Diener zu unfähig gewesen wären. Mal gucken, was der Meister dazu sagt. Du hast sie entkommen lassen. Ist das Chaosmon? Ich weiß es gerade gar nicht. Also von den Bändeln her. Naja, wir werden noch sehen, wer das ist. Hier fehlt die nötige Ergebenheit unserem Meister gegenüber. Nein, es war nicht meine Schuld. Das würde ich nie tun. Nächstes Mal kriegen wir sie. Ich werde die Menschenkinder auf jeden Fall fangen und sie unserem Meister opfern. Und doch war der Altar vorbereitet. Hast du kein Opfer durchgeführt? Hast die Kinder nicht nur entkommen lassen, sondern auch kein Opfer dargebracht? Oh, naja, das war ich nicht. Da muss mir jemand zuvor gekommen sein. Du weißt aber nicht, wer es war oder ob die Person ein Opfer dargebracht hat. Nein, aber es sind noch mehrere Kinder übrig. Nächstes Mal haben sie nicht so viel Glück. Wenn du dem allein nicht gewachsen bist, könnte Megasidramon dir ja helfen. Er wäre ähnlich motiviert, seine Hingabe unserem Meister gegenüber zu beweisen. Lass mich zuerst versuchen. Nein, ich kann versichern, ich bin der Aufgabe mehr als gewachsen. Ich brauche keine Hilfe von Monzaemon oder Megasidramon. Diese Kinder entkommen mir kein zweites Mal, du wirst es schon sehen. Fahr aus dem Weg! Oh Mann, wie grob. Sag mal, Garurumon, was bringt einen Außenstehenden wie dich dazu, mit uns zu sprechen? Offenbar wollten uns diese Verräter aufhalten, die durch die Menschen stark verändert wurden. Aha, und was soll das? Ja, genau darauf habe ich gewartet. Ich werde sie alle vernichten.
Als ob man mit roher Gewalt irgendwas erreicht. Du bist wirklich ein Trottel. Ziehst du immer noch deine alten Tricks ab und gehst deinen eigenen Kämpfen aus dem Weg? So spricht ein wahrer Einfallspinsel. Nur ein Idiot trägt seine eigenen Kämpfe aus. Pah, ihr widert mich an, jeder einzelne von euch. Es reicht jetzt. Hey, sie hat angefangen. Das führt zu nichts. Ich sehe keinen Grund für eine Kooperation. Macht, was ihr wollt. Ha, als ob ich jemals was anderes machen würde. Bis dann. Na, was für eine Überraschung. Er taucht auf, fängt Streit an und verschwindet. Bist du auch sicher, dass wir ihm trauen können? Sein Können ist unbestreitbar und er hat was gegen die Menschenkinder, ganz klar. Aber vor allem... Hör auf mich, Aokenimon. Unser Meister wird keine weiteren Fehlschläge tolerieren. Das ist mir durchaus bewusst. Für wen hältst du mich eigentlich? Na, dann ist ja gut. Es gibt keine zweiten Chancen mehr. Denk dran, es sind nicht nur Monsaemon und Megasidramon hier. Zahllose andere könnten deinen Platz einnehmen. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Ach, das ist sowas von ärgerlich. Wir haben diese kleinen Gören das geschafft. Na gut, die werden schon noch sehen. Halt! Nein, nicht da lang! Rio, komm zurück! Rio, Rio! Oh, es war nur ein Traum. Nicht ganz. Ich wollte mal was gucken. Also, Gonemon ist jetzt auch hier aus der Liste verschwunden. Wollte gucken, dass ich denen vielleicht Ausrüstungsgegenstände noch gebe. Die Giftfalle fügt Schaden zu. Vielleicht noch Stats erhöhen, so ein Machtkristall. Ach, habe ich gar keinen mehr. Ausdauerkristall. ETP. Ja, dann erhöhe ich die Verteidigung noch. Du bist ausgerüstet. Du bist halb ausgerüstet. Dann kriegst du von mir noch. Damit kann er sich selbst heilen. Oder mehr TP. Oder extrem viel mehr Angriff. Ne, jetzt hebe ich mir für wen auf, den ich mehr mag. Dann kriegt er die Selbstheilung. Kriegt Agumon. Den Ausdauerkristall. Das Meramon. Meramon hat gar nichts. Kriegt Meramon jetzt den Machtkristall. Und von mir aus noch das Verlangsamen.
Ach Leute, es liegt mir ein bisschen schwer im Magen, dass Rio tot ist. Oh, es war ein Traum. Heute Morgen bin ich nass geschwitzt und zitternd aus einem Albtraum erwacht. Kein Wunder, ich hatte noch viel nachgedacht und konnte schlecht einschlafen. Nicht nachdem Rio gestern vor unseren Augen gestorben ist. Stimmt, das wollte ich hier gucken. Wollte nämlich gucken, hier bei den Profilen war das doch. Okay. Hier ist Rio. Er ist aber noch da. Er ist nicht als tot klassifiziert. Die anderen haben keine Zuneigung. Auch alle Texte. Vielleicht lese ich die mal. Weil Rio hatte so viel Zuneigung. Rio hatte die zweitmeiste Zuneigung. Vielleicht, wenn ich statt mit Kaito zu gehen, eher Rio geglaubt hätte. Ah, es ist so. Es ist schwer. Okay, weiter. Abgesehen von dem Schrecken, zum ersten Mal jemanden sterben zu sehen, war es einfach nur furchtbar, wie die Tentakel nach ihm gegriffen haben. Wenn ich nur daran denke, läuft es mir schon eiskalt den Rücken runter. Aber vielleicht lebt er ja noch. Aber ich sollte es jetzt lassen, nachdem Agumon mich heute Nacht aufgemuntert hat. Moment mal, wo ist der Agumon? Wo sind die anderen? Niemand sonst ist hier, bin ich der Letzte? Ein Grund mehr, aktiv zu werden. Wir müssen darüber nachdenken, was als nächstes kommt. Es ist noch nicht allzu spät, also sollten die anderen vielleicht, also sind die anderen vielleicht in der Cafeteria. Oh, guten Morgen, Kaito, Dragmon. Ah, endlich aufgestanden. Wow, der ist aber sauer. Hat er die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich aufwache? Tut mir leid, dass ich so spät aufgestanden bin. Ich konnte schlecht einschlafen. Ja, egal. Du warst bestimmt erschöpft. Wo sind die anderen? Wer soll ich das wissen? Du bist als Einziger aufgetaucht. Jetzt ehrlich, ich dachte wirklich, mittlerweile wären alle hier. Wo sind die denn alle? Ja, und da. Und sie sehen ziemlich mitgenommen aus. Sie haben gesehen, wie dieser Freund von dir in den Nebel gezogen wurde. Das beunruhigt sie bestimmt so sehr wie dich. Guter Punkt. Rios Tod war nicht nur für mich ein Schock. Das dürfte alle belasten. Sie müssen verarbeiten, was passiert ist. Wir sollten ihnen wohl etwas Zeit lassen. Aber wir müssen... Wir haben keine Zeit, wir müssen raus und Mio retten. Ja, sehe ich. In dem Punkt muss ich jetzt mal sagen, es ist eine beschissene Situation, in der wir uns befinden. Eine richtig beschissene. Wir haben gerade einen Freund sterben sehen. Aber... Mio ist draußen und Mio könnte das Gleiche passieren. Also, gerade in dieser Situation müssen wir, trotz dass es uns scheiße geht, weil, seien wir mal ehrlich, es wird uns scheiße gehen. Es wird jedem scheiße gehen. Ich glaube, wenn man einen Klassenkameraden, selbst wenn man nicht befreundet ist, wenn man den sterben sieht, das ist einfach keine gute Situation. Und es wird uns allen richtig beschissen gehen, aber wir müssen trotzdem raus und wir müssen Mio retten. Ich stimme Kaito voll zu. Stimmt, aber dieser seltsame Nebel macht alle nervös. Umso mehr ein Grund dafür, schnell zu handeln. Mio steckt in Schwierigkeit. Es ist nicht nur der Nebel, es sind auch Monster hinter ihr her. Stimmt. Araukenimon, dieses Spinnenmonster, hat etwas von einem Opfer gesagt. Und sie war ziemlich stark. Wenn noch viel mehr da, wie sie da draußen unterwegs sind. Verdammt, deswegen wollte ich Mio gestern suchen. Ich hätte mich nie davon abbringen lassen sollen.
Nein, ich hätte sie erst gar nicht aus den Augen lassen sollen. Kaito, beruhig dich. Ja, hör auf, Takuma. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Meine Schwester ist in Lebensgefahr. Und mein Kumpel ist gestern gestorben. Er war die Person, die mir hier am zweitmeisten, die mich am zweitmeisten gemocht hat. Und die Person, die ganz okay war. Aber bitte. Es geht mir auch scheiße. Ein bisschen Empathie. Ich bin ja dafür, dass wir sie retten. Aber jetzt hier rumkläffen bringt überhaupt nichts. Hey, das habe ich nicht vergessen, aber dass du hier sauer wirst, hilft nicht gerade. Was nicht hilft, ist sich zu streiten, während man auf Hilfe wartet. Die kommt dir, die nicht kommt. Ich werde allein nach Mio suchen. Takuma, warte. Es ist zu gefährlich, allein zu gehen. Wir müssen zusammenbleiben. Kenn ich auch. Ich möchte nicht, dass du dich in Gefahr begibst. Dragmon. Okay, na gut. Da bin ich erleichtert. Endlich konnten wir mal zu ihm durchringen. Aber ich warte nur bis zum Mittag. Danach gehe ich los. Was? Ich warte hier bis zum Mittag. Dann suche ich nach Mio. Egal, was irgendwer sagt. Ganz ehrlich, ich wäre aber auch dafür, dass wir jetzt alle zusammentrommeln und sofort losgehen. Notfalls gehe ich auch allein. Du bist so ein Idiot. Manchmal so ein Idiot. Du weißt doch, dass ich bei dir sein werde. Wen nennst du ja einen Idioten? Ich natürlich. Wen soll ich denn sonst meinen? Wahrscheinlich hast du die dumme Idee, niemanden in Gefahr zu bringen, oder? Hör auf, alles selbst machen zu wollen. Was meinst du, warum ich da bin? Findest du das wirklich? Okay, tut mir leid. Dragmon scheint wirklich besorgt um Kaito zu sein. Und Kaito scheint tatsächlich auf Dragmon zu hören. Auf seine Art. Muss ich sagen, ich hätte von Dragmon nicht erwartet, dass es so schlagkräftige Argumente bringt und so reasonable ist. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Ich glaube, die beiden stehen sich sehr nah. Also Takuma, das heißt dann wohl, dass du die Leute zusammentrommeln sollst. Ich muss Kaito im Auge behalten, damit er nicht vorher verschwindet. Verstanden, ich hole die anderen. Mal sehen, ob ich es bis zum Mittag schaffe. Oh nein, das wird kaum reichen. Ich muss schnell alle herholen. Freie Aktion. Ich würde aber sagen, da der letzte Part ja ein bisschen länger war, und ich zugegebenermaßen mal aufs Klo muss, würde ich sagen, ich beende den Part an der Stelle. Vielleicht kloppe ich mich ein bisschen durch einen freien Kampf, um unsere Digimon ein bisschen auf gleiches Level zu bringen. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein nettes Kommentar da lasst, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Digimon Survive. Bis dann, euer Wolf.